So weise ist das Herz, dass es eine Spur legt für den Verstand. Zu den Tieren waren wir gereist. Im letzten Jahr, 2017, um ihnen mit Citizen Animal eine Stimme zu geben. Aber, fragen wir, sind uns Pflanzen weniger Familie als die Tiere? Sind sie nicht auch unserer Liebe wert? Heute habe ich ein paar Blumen nicht gepflückt, um dir ihr Leben zu schenken. I am happy to hug this tree. Wir wagen eine Exkursion in den Wald bei Zürich, ahnen damals noch nicht vom Abenteuer, das auf einem anderen Kontinent bereits auf uns wartet. Und dann kommst du wieder hierher. Hm, 75 Jahre alt. Um einen Zugang zu bekommen, zu der Natur, zu den Pflanzen, zu den Tieren, ist halt natürlich ein wunderbares Ökosystem, wo wir immer Zugang haben. Es ist ein Geschenk, im Wald zu leben. Das habe ich mir fast nicht ausgesucht. Es kam zu mir. Und ich schätze es sehr, weil ich in der Natur bin, umgeben von Bäumen, Pflanzen, Tieren, Pilze. Und das ist jeden Tag ein neues Erlebnis. Und ich fühle mich fast Teil vom Wald.
Eigentlich kann man sagen, unsere Geschichte ist eine Geschichte der Entseelung der Pflanze. Die wurden immer mehr zu einem Ding, zu einem Objekt. Und jetzt kommen wieder erste Versuche, das umzudrehen, auch der Pflanze ein Lebewesenstatus oder eben zu merken, dass auch Pflanzen, die kommunizieren oder die lernen, die sind gar nicht so blöd. Die nehmen sogar noch mehr wahr als Menschen und Tiere. Die haben so viele Sinne wie die Menschen und noch mehr. Sie können hören, riechen, schmecken, fühlen, aber auch elektromagnetische Felder wahrnehmen, Schwerkraft, chemische Stoffe wahrnehmen, die wir gar nicht wahrnehmen. Sie können Verwandtschaft wahrnehmen, Freundschaften. Sie schlafen, sie leiden, sie freuen sich. Und die sind gar nicht so blöd. Siehst du mit dem Verstand? Sind die mit Wurzeln uns vielleicht nur ansatzweise ebenbürtig? Aber was könntest du wissen, schautest du mit dem Herzen? Und also geht die Pegasus-Family wieder auf die Reise. Mexiko, Mexiko! Unsere Brüder und Schwestern zu besuchen, die Wurzeln haben. Nicht als Belehrer, nicht in wissenschaftlicher Mission. Ein paar Türen wollen wir öffnen, Geschichten erzählen, das Leben zu Wort kommen lassen. Eine Reise ins Ungewisse beginnt, ins Herz der Pflanzen. Jede Geschichte braucht einen Anfang. Wo die Hufe Boden spüren, bevor die Flügel wieder schlagen. Isla Mujeres im Meer vor Cancun auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. 2,5 Monate sind wir Gast von Itchel, der Göttin des Mondes, des Überschwangs, der Fruchtbarkeit. Wir atmen amerikanische Luft, stimmen uns ein auf einen uns neuen Kontinent. Auf dem Festland in Playa del Carmen finden wir unsere Rosinante. Angestaubt, aber das Herz sagt ja. Nichts hat Wert wie eine treue Seele. Ross und Reiter gewöhnen sich aneinander. Irgendwann Stallgeruch. No, nada. No pare, nicht anhalten. Jetzt immer weiterfahren, fahren. Wir müssen vor der Dunkelheit in Pomutsch sein. Weil wir die Lichter anmachen, geht da aus. Und dann kommen wir nie mehr irgendwo hin. Der Film ruft, ich bin bereit. Und los. Thank you.
Fünf Bäume, sagen die Maya. Fünf Bäume wurden zu Anbeginn von den Göttern gepflanzt. In den vier Windrichtungen und einer in der Mitte der Welt. Den Himmel hielten sie fest, dass er nicht auf die Erde falle. So erst konnte Leben entstehen. Wer ist nun die First Nation? Munich nennen sie das kleine Städtchen Moona, augenzwinkernd. Weil es am Fuße der Alpen Yucatans liegt, dem einzigen nun Berg auf der Halbinsel im Süden Mexikos. Das Leben leitet uns zu Pedro Ayuso, dessen Schwester ein Baum ist. Personally, I have my sister, which is a tree. My sister tree that I have adopted, and she has adopted me also for all the rest of my life. Her name is Ceiba. So in Maya language, Ceiba is Yash, Che. Yash means the first one, the new one. The first one. Che means tree. Look at me, look at my face. I am happy to hug this tree. And I know that this tree is exactly the same like me. Just feel good. I feel fantastic hugging my sister, Ceiba. I invite you to do the same. Why not? Hug a tree. Unsere Ahnen mit Wurzeln haben uns mit höheren Welten verbunden. Einst. Sie waren Religion. Und heute? Sind Menschen nun endgültig getrennt von höheren Welten? Von unseren Brüdern und Schwestern? Wie können wir uns wieder verbinden? Der Dschungel als heiliger Tempel, in den ich zwei Tage später mit Mario und Rocío von Conciencia Indígena um Einlass bitten werde. Wie es Höflichkeit und Respekt gebühren. También pedimos tu protección para salir con bien de tu cuerpo. Gracias. Con permiso. Hola, yo soy Oliver. Yo también quiero entrar este bosque para demostrar a la gente que ustedes, los árboles, las plantas, son nuestros hermanos y hermanas. Und wir tauchen ein. Es ist schwül. Wasser. Es ist heiß. Und es ist weit. Ein Festmahl für die Moskitos. Der Gringo, der 15 Kilo Filmequipment durch den Dschungel schleppt. Yeah, yeah, I just put the water up, so I have both hands. Schamarsch, völlig kaputt. Wir suchen ein Mitglied unserer Familie. Hier, mitten im Dschungel. Und nach Stunden lässt sie sich finden. La Catedrala. Wow. Meine erste Freundin, ist ja verrückt, die ein Baum ist.
very especially with trees, we must first quiet our inner dialogue in order to connect with their silence, because communication with trees happens within silence and not with words. There's somebody, there is someone living inside a tree, even when it's difficult to understand, but there is a somebody in a tree. And then it's normal and it's educated and it's polite and fine and nice to present yourself to a new person that you've just met. Hey, hello, this is my name. I came looking for you because I would like to meet you. And then ask permission to touch him. Say, can I get close to you? May I touch you? I would like to hug you if you allow me. And then if you feel it's fine, that's the answer. Easy as that. And then if you feel like it, go and softly touch and then softly embrace until you can close your eyes and surrender to the silence of the tree, to the presence of that huge being, which some indigenous cultures in Mexico call elder brothers, which I love very much to see them as elder brothers. They know more than me. So don't expect ever any answer from a tree. Just voice your question or say what you want to say and be quiet and see what happens. That's how we basically talk with trees. Be skinny or pull yourself, or there's like a slot here that you have to figure out. Okay. Lieber Baum. Ich bitte dich, sei mir eine Leiter und lass mich hochgehen. Alles für die Bäume, liebe Freunde. Alles für die Bäume. So hoch bin ich schon. Und das schaffe ich nicht. Oder doch? Mal schauen. Okay. I think we're very arrogant, actually. We just haven't realized how every being and every part of nature is irreplaceable and essential, and how everything works for all the rest. We are components of a whole. But humans have this illness, and we believe that we are the center of the universe. I lose some dogs, animals. And they are now in the ground. And for me, them comes from the ground now through plants. And now, since some years, my relation with plants is stronger than before that loss. I don't know how this become, but I'm aware that now my relation with plants, it's more deeper, but also because all my ancestors are in the ground, and from the ground comes plants and trees and everything. Ab wann ist man Familie? Mit gleichem Blut? Mit gleichen Wurzeln? Oder wenn man einen Planeten teilt? Würdest du wagen, mit einem Baum zu sprechen? Auf du und du? Thank you.
Wenn alles Leben aus dem Meer kommt, wie kann es uns dann gehören? Kein Mensch kann seine Mutter besitzen. Keiner kann die Erde zu seinem Eigentum machen. What we don't understand is the interconnectedness with everything. You know, by protecting fish, you're also protecting whales. By protecting whales, you're protecting phytoplankton. By protecting phytoplankton, you're protecting seabirds. Everything is all connected. And I'm mainly concerned about the ecological implications of what we're doing. For instance, since 1950, we've had a 40% diminishment in the phytoplankton populations in our oceans. Phytoplankton provides over 70% of the oxygen that we breathe. If phytoplankton disappears from the ocean, we die. We don't live here anyway. We'll go extinct. And yet nobody even pays any attention to that. You know, so whatever we do to any of these other species, we're actually doing to ourselves. Wir fliegen dem Great Blue Hole entgegen, Teil des zweitgrößten Riffsystems unseres Planeten. Seit Juni 2009 in der UNESCO-Liste des gefährdeten Weltnaturerbes und Heimat von weit über 1000 Arten. Wir wollen unsere Familie besuchen, die im Wasser lebt, verstehen, woher wir kommen. Wer sind die Welt- und Naturerben? Die Kinder? Wessen Kinder? Leben wir nicht alle hier? Gemeinsam? Wenn alle Algen weg wären, wäre auch das Leben so weg, wie wir es kennen. Einschließlich uns. Zum einen haben sie wesentlich dazu beigetragen, dass wir überhaupt auf diesem schönen Planeten leben können. Und zum anderen sorgen sie auch jetzt noch dafür. Also sie sind Sauerstoffproduzenten, Grundlage des Nährstoffzyklus und der Nahrungskette und sind die Basis des Lebens. Wenn das wegbricht, ist ja ganz klar, dass auch das Leben wegbricht, weil wir sind davon alle abhängig. Aber wir sind da wirklich noch sehr steinzeitlich unterwegs und glauben, wir würden alles wissen. Und genau das ist das Problem. Sie passen sich an auch diese neuen Herausforderungen an, wie zum Beispiel Plastik. Ich kenne einen Forscher, der hat eine Mikroalge entdeckt, die Plastik zersetzt, was nicht in der Natur vorkommt und auch von der Natur in Anführungsstrichen nicht vorgesehen ist, weil das ist, ne? Aber sie passt sich an. Sie passt sich der Bedingung an. Sie baut auch Aluminium ab oder Schwermetalle oder ganz viele andere Dinge und reinigt das Wasser. Wir leben hier gerade auf Kosten unserer Kinder und Enkelkinder. Und was wollen wir denen dann sagen, wenn es erstmal so weit ist? Also wenn ich mal gefragt werde, irgendwann in der Zukunft, möchte ich sagen, ich habe getan oder versucht zu tun, was nur geht. Und es wird wirklich Zeit. Zerstört man das Haus seiner Großeltern, wo die eigene Geschichte anfing? Ist das Familiensinn? So literally, we're stealing these carrying capacity from so many other species. This is why we're now in a major extinction event. We'll lose more species of plants and animals from the year 2000 to the year 2065 than we've lost in the last 65 million years. And that's why it's called the Anthropocene major extinction event, the sixth major extinction event in world history. Halb an Land, halb im Wasser. Ein Nachmittag mit unseren großen Brüdern, den Mangroven. Mangroves are incredibly important for the biodiversity in Belize, especially in the marine ecosystems. They serve as nurseries for the small fish that are in the reef. They filter out impurities from the water, which also helps the reef keep healthy, and they protect the coastline. In den letzten 70 Jahren haben wir Menschen die Hälfte der großen Brüder getötet. Sie kommen nicht mehr wieder. Sie können nicht mehr Heimat sein.
nicht mehr schützen. Der Tsunami in Asien 2004 richtete die größte Verwüstung dort an, wo die großen Brüder nicht mehr waren. Bevölkern wir den Planeten? Oder ist der Planet selbst das Volk? Wenn wir die nicht lieben können, die uns Leben gaben und geben. Wen können wir überhaupt lieben? Meeresleuchten in der Hopkins Bay. Ein Willkommen aus der Tiefe von unseren Brüdern und Schwestern, die Algen sind. Wir staunen und ich höre Isaac Newton. Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean. Ist es ein Makel, nicht alles zu wissen? Ist Vorfreude nicht die schönste Freude? Eine Kinderstation. Ein Zeugenschutzprogramm. Ein Krankenrevier. Übernimmt jemand tatsächlich so viel Verantwortung? Kümmert sich um Pflanzen? Koban im Hochland von Guatemala. Co-Living nennt man das heute, wenn Familien zusammenleben. Hier in Orquigonia sind es die Achila Ordóñez und die Orchideen. Orquigonia tiene mucho amor, tiene mucha pasión. Eso es lo que más sobra aquí. Nosotros no lo vemos como un negocio, lo vemos más como parte de la familia. 64 Millionen Jahre gibt es sie schon auf unserer Erde, die Orchideen. Vernetzt haben sich dem Leben verschrieben. Sie haben verstanden, dass es nur miteinander geht. Und wir? Extracción ilícita. Venta. Nosotros humanos lo vemos simplemente como un producto. Entonces, ¿qué es lo que estábamos causando? Es una extinción. No nos preocupamos por su conservación, sino que solamente nos procuramos coleccionarlas, tenerlas.
son las reinas del bosque. Porque son bellas, porque apasionan a mucha gente en todo el mundo y porque son las plantas más evolucionadas de la naturaleza. Son las reinas, son las joyas del bosque. Wenn du eine der Königinnen anschaust, wer weiß, vielleicht fällt ihr Blick auch auf dich. Wen werden sie sehen? Hunshiljak, die nach der Kommana Katjalaula Scherton, Haanig Oslo Eli, die Kitsche. Han mukunegesh ma anegesh rajish funil mukunegesh teta ma anegesh vano un cambio anakwan mukuta gilda chekuna khaskhitsin nakte es oslo irakh li likete yo siempre he pensado que el error más grande fue habernos puesto nuestro nombre Homo sapiens, hombre sabio. Y entonces eso nos hizo ponernos en el centro de la creación, ¿verdad? O sea, nosotros nos creemos la parte más alta de la escala de la creación y no es así, ¿verdad? El hombre es una parte nada más de todo ese ecosistema. No somos ni el centro ni la parte de arriba de la creación. Si yo pudiera pedir un deseo, decir que el hombre cambie su relación con la naturaleza. Eine Woche lang leben wir in Koban mit einer Orchidee zusammen. Nennen sie Isabella. Dürfen Zeugen sein, wie sie sich der Welt öffnet. Die Frage bleibt kleben an uns. Wie sehr sind wir bereit, uns zu öffnen? Für unsere Brüder und Schwestern, die Wurzeln haben. Wie vermeintlich unterlegen und untertan können die sein, die es seit 64 Millionen Jahren gibt? Vielleicht sind wir auf einem Auge blind?
world. The rainforest of Amazonia, the Great Barrier Reef of Australia. And we totally destroy these cathedrals with bulldozers and drag trawlers and everything else. Mein einziger Wunsch wäre, dass die ganze Menschheit versteht, dass wir eine eigene Familie sind, dass jeder Baum, jeder Mikroorganismus, jedes Tier ein Teil von uns ist und dass sie eine ganz starke Liebe entwickelt und dass der ganze Hass auf dem Planeten verschwindet. Aber er kommt nicht von irgendwo, der kommt durch die Trennung von Natur, entsteht Hass. Das, was mein Gefühl und was mein Herz mir sagt, ist, dass jeder einzelne Baum ein eigenes Bewusstsein trägt, eine eigene Persönlichkeit, eine eigene Geschichte, einen Namen trägt und eine ganz bestimmte Mission hat hier auf der Erde. Dendrocalamus giganteus poaceae. Argemone mexicana Papaveraceae. Cassia moschata Fabaceae. Wir denken, wir kennen, wem wir eine Kategorie geben. Aber um wie viel tiefer kennen wir Isabella, La Cattedrala, Cocosita? Aber man kann doch nicht jeder Pflanze einen eigenen Namen geben. Oder? Aber vielleicht denen, die man kennt. Denen man nahe ist. Kennst du einen Menschen, wenn du weißt, dass er Homo sapiens ist? Jeder Mikroorganismus, jedes Blatt, jeder Grashalm, jedes Tier, jeder Baum ist genauso viel wert oder sogar mehr wert als ich. Wenn ich mir überlege, ja, wie kann ich mich den Pflanzen am besten annähern, dann ist es einfach 2 Stunden vor einer Pflanze sitzen oder vor einem Baum und das nachher im Atelier versuchen umzusetzen, schauen, was dieser Baum, diese Pflanze mit mir macht. Consciousness is a little bit of an ambiguous word, so sometimes it's used to mean something quite sophisticated, like self-awareness, maybe some that kind of thing we'd be reluctant to ascribe to non-human animals. But the way it tends to be used in philosophy just means experience. So something is conscious if it has an inner subjective life of some kind or other. So you can perhaps make that vivid, contrast a rabbit and a table. So there's something that it's like for a rabbit to be cold, or to be kicked, or to have a knife stuck in it. In contrast, there's nothing that it's like, or so we ordinarily assume, for a table to be cold, or kicked, or have a knife stuck in it. There's nothing that it's like from the inside, as it were, to be a table. Für mich sind Bäume wichtig, sie sind ein Teil von jedem Menschenleben. Und wir stehen da vor meinem Mammutbaum, der ist 38 Jahre alt, wird 3200 Jahre alt, wahrscheinlich werde ich es auch nicht mehr erleben. Aber wir stehen wahrscheinlich vor dem wichtigsten Baum, was da in meinem Leben eine Mission hat. You can't look into my head and see my feelings and experiences. You know, in the same way you can't look into a plant and see its feelings or experiences. This is a deep problem that plagues any consciousness research. But certainly I would say the dogma that just starts from the point of view that plants are not conscious is a kind of anthropomorphism. Or the philosopher Peter Singer has this word speciesism, which he used for the discrimination of humans against non-human animals. I think it's quite apt to apply this word in the case of humans' attitude to plants. Was mich erstaunt, ist, dass die Wissenschaft in den letzten 20, 30 Jahren aufzeigen konnte, dass Pflanzen kommunizieren mit Duftstoffen, ein reges Duftstoffvokabular haben, dass sie sich vernetzen, dass sie lernen können, dass sie sich erinnern können. Das heißt aber auch, dass Pflanzen nie ganz mit Chemie und Physik erklärt werden können, eben weil sie keine Sachen sind. Und dass die Naturwissenschaften aus meiner Sicht eine sehr wertvolle
Methoden sind, um sich Pflanzen anzunähern. Aber sie kann die Pflanzen nie ganz erklären. Es gibt auch noch andere Wissenszugänge. Leute mit einem grünen Daumen vielleicht oder Schamanen, die die Pflanzen eher an sich herankommen lassen. Physics tells you a lot less than you think about the nature of reality. You know, in the public mind, physical science is giving us this complete picture of the nature of space and time and matter. Science tells us what stuff does, and that's very useful information. But it tells us nothing about the intrinsic nature of matter, how it is in itself. Pflanzen, das wissen wir heute, kommunizieren mit Duftstoffen. Also ich war zum Beispiel an der Universität in Jena, dort untersuchen sie das, an der Limabohne, eine kleine unscheinbare Pflanze. Da haben sie herausgefunden, dass wenn die Limabohne angegriffen wird, produziert sie einen Duftstoff, der auch die Nachbarinnen warnt, Achtung, da kommt eine Raupe. Etwas später produziert sie ein anderes Duftstoffbouquet und zieht Nützlinge an. Und das ganz Interessante ist, dass die Limabohne nicht nur weiß, dass sie angegriffen wird, sondern auch von wem. Toll. Und solche Beispiele gibt es inzwischen zuhauf. Sie sagt mir, dass man inzwischen an die 2000 verschiedene Duftstoffvokabeln kennt von Pflanzen. Seitdem ich das weiß und zum Beispiel im Wald spazieren gehe, dann seitdem ich weiß, dass das ein Geflüster und Gemurmel um mich herum ist, ein Geflüster und Gemurmel, das ich einfach nicht verstehe, weil es mit Duftstoffen ist, das gibt mir ein ganz anderes Gefühl, so ein Gefühl, mittendrin zu sein in diesem dynamischen Netz. Nicht ich hier, Baum hier, Baum hier, sondern dass wir Teil vom Ganzen sind. Have I ever talked to you? I talk to plants a lot. I guess I haven't taken the time very much to listen to what they have to say back to me, but maybe I should. You're getting me thinking now. Probably it's something I should take a little bit more time for. Yeah. Und ich war immer überzeugt, wir brauchen auch bei Pflanzen irgendwo Grenzen gegen deren totale Verindustrialisierung. Wir haben auch Pflanzen gegenüber irgendwo eine Verantwortung. Und raus kamen die Reinauer Thesen zu Rechten von Pflanzen. Das sind Anspruchsrechte, also zum Beispiel das Recht, nicht patentiert zu werden wie ein Mikrowellenofen, so wie das bei Tieren ja auch war. Vor vielleicht 50 Jahren waren Tiere Sachen, klar, man konnte alles machen. Heute ist klar, das Tier ist keine Sache. Bei Pflanzen ist man meilenweit von diesem Punkt entfernt. Warum eigentlich? Ich weiß da die Antwort nicht mehr. Die Bäume sind heutzutage Pflanzen, die die Menschen alles geben. Sie verlangen nichts. Sie beherbergen Tausende von Tieren, sie geben uns Sauerstoff, aber die Menschen erkennen die Bäume noch nicht an. Ich weiß nicht, warum. Irgendwann wird sie verstehen, dass Bäume zum Alltag gehören. Bäume sind genauso wichtig wie der Ehepartner oder genau wie ein Kind, wie sein eigenes Kind. Wir sind alles in einem. Und irgendwann müssen die Menschen auch den Blick auf die Pflanzen werfen. Es ist nicht Freitag, aber wir stranden. Kurz vor unserem Ziel Inanita, auf der Insel der zwei Vulkane, Ome Tepe. Unser Auto ist kaputt. Ja, komm, zeig du. Hey, schau mal.
Wie es sieht aus, als wäre sie abgebrochen, die Schraube. Komplett abgebracht. Palomino, brauchen wir wieder eine kleine Pause. Jetzt kommt der Mechaniker aus dem Dorf wahrscheinlich hier gleich mit seinem Moped hochgefahren. Und dann gucken wir, dass wir das Ding reparieren und dann geht's weiter. Alles für die Bäume, liebe Freunde. Alles für die Bäume. Inanita. Wo Menschen mit Menschen und Menschen mit Pflanzen leben. Auf Augenhöhe. Hand in Hand. Hand in Blatt. So what is very important here also in the garden that is growing here, that we shaped it into a mandala. So a mandala is actually kind of a natural pattern. And every human being that comes inside this garden feels directly relaxed, feels directly calm. And we feel, how does it feel to connect with the garden, to connect with the plants? I don't believe that humans are the only beings that have consciousness. I feel like that's definitely just another way of putting ourselves on top of everything else. That in essence, we share the same roots. We all come from the same past. We kind of evolved even through plants, because the plants, like plants, they contain a lot of hidden knowledge and hidden DNA structures that eventually helped humans to grow their own consciousness and their own DNA structures. Now, plants, they are even, we can call them our ancestors, that they really nurtured humankind to evolve in a more conscious way. They've been a part of us forever, you know. They were here first, and they'll be here after us. Also here in Ometepe, we also have a very special connection with the cacao plant, the cacao bean. Once we make the cacao drink from it, and we drink it, we connect with this plant. And this plant gives us a lot of heart-opening vibrations, that we are open to give and receive love, which is super important in any community, in any lifestyle, to give and receive. What I find pity is that we use cacao mainly as a taste ingredient for chocolate. How it's been used now often is that it's been processed in with high pressure to separate the cacao butter and the cacao powder. What we do then after all this processing, which already kills so much of these beautiful healthy substances, it's often mixed with cow milk powder even, like not even the milk itself, but with the powder, which actually inhibits you from uptaking all these active compounds of cacao, which, yeah, it has a nice taste, but that's all that's left. Sí, tenemos un dicho nosotros. Decimos a veces como el peor animal que hay en la tierra es el humano, porque es el que destruye todo, no es el que cuida nada. Pero en realidad somos uno de los excelentes también, porque tenemos sentidos para crear y mejorar las cosas que hay. Simplemente no tenemos la conciencia de que tiene un animal para preservar su ambiente, su bosque. Nosotros solo queremos usar. Appreciate life and have as much fun in a healthy way as possible. You know, take care of each other. Thank you.
Für mich sind Pflanzen sind meine Freunde, sie sind meine Kameraden. Also ich mag mich erinnern, dass ich in Nizza in einem Park gelaufen bin und plötzlich sagt eine gut vernehmbare Stimme zu mir, weißt du, ich habe auch keinen optimalen Platz, aber ich mache das Beste draus. Da habe ich gedacht, spinne ich jetzt? Ist ja gar niemand hier. Und dann hat ein Ölbaum mit einem Ast genickt, das war ich. Und so begann die Zusammenarbeit mit den Bäumen. Viele Pflanzen haben mir gesagt, dass sie sehr froh sind, wenn sie uns helfen dürfen. Weil keine Pflanze, kein Lebewesen steht unnütz da und wächst einfach in die Höhe, wie wir das heute annehmen. Du kannst zu jeder Pflanze gehen und sagen, hör mal, ich bitte deine Hilfe, ich habe das und das und die wird dir helfen, egal ob sie jetzt Löwenzahn oder Tulpe oder irgendwie sowas heißt. Es ist so einfach und der Mensch scheitert, weil er zu viel will, weil er sich zu viel Ego aufgebaut hat und das Wesentliche schon längstens aus den Augen verloren hat. Die Natur hilft dir immer, wenn du es willst. Frag sie, jeder Baum, alles hilft dir, du bist nie allein. Das öffnet völlig neue Türen, von denen wir heute noch kaum eine Ahnung haben. Und das macht die Pflanzen glücklich. Taru Amaru Mu, Taru Amaru Se. Waldwesen haben sehr leise Stimmen, aber es ist Zeit, dass wir ihnen wieder zuhören, dass wir sie wieder hören. Und wir können es tun, indem wir uns in Achtsamkeit üben. In ein fremdes Wohnzimmer gehen wir rein und ja. Und sie fragen uns, wie würdest du dich fühlen, wenn sich jemand in dein Wohnzimmer setzt, dich die Füße auf den Tisch legt, deine Kekse isst, deinen Tee trinkt und dann auf den Sessel pupsenderweise wieder den Raum verlässt. Wie würdest du dich da fühlen? Und wo auch immer du in den Wald trittst, wirst du den Wächter, wenn du ihn finden willst, wirst du ihn finden. Und die Message ist einfach, die bleibt dort stehen, verbinde dich mit deinem Herzen, atme tief in dich hinein und bitte um Einlass, ja? Klopfe an, bevor du das Wohnzimmer betrittst und stelle dich vor und stell dir auch, gib bekannt, zu welchem Zwecke du in den Wald möchtest. Mich mit meinem Herzen verbunden, Taru Amaru Se. Also wir alle haben diesen Zugang zur Pflanzenwelt. Die Schamanen, also wir sind eigentlich alle Schamanen. Wir tragen alle einen Schamanen in uns. Ja, und es geht einfach jetzt derzeit gerade darum, dass wir diesen inneren Schamanen alle wieder entdecken und wieder erwecken. Ich wünsche mir von Herzen eine Welt, in der die Menschen wieder erkannt haben, dass sie in Wahrheit Liebe sind und dass sie in Wahrheit eine große Verantwortung hier auf Erden tragen, dass sie Hüter und Wächter sind. Thank you.
In den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken man jahrelang im Moos liegen könnte. Kathedrale, Wald. Ein Buch, in dem man lesen kann. Voller Geschichten steckt sie. Und wer weiß, vielleicht auch eine für dich? Sink deep in your heart, she said. So I did. Open your eyes, she seemed to suggest after a while. I did so, knowing that when I did, I would be seeing beauty. And it was then that she said, see, I've made all of this. This is of my creation. I'm a mither tree. And the mither trees and the grand mither trees are trees that lead at the edges of the forest. These also go on to hold the spaces deep within the forest, and it is in this environment that trees stand still and long and become tall as for an onward journey of mastery. And so, where will they go? On to, said I. And she said, they will go on to create whole new worlds. For each one here will be as a new earth seeded. This is the passage. Brauchen Bäume die Worte des Menschen? Oder sind ihre Vokabeln Respekt und Achtsamkeit? Was könntest du hören von den Großmüttern des Waldes? Was flüstern sie uns zu? They're our relatives, they're our brothers and sisters. They're part of what make our life possible. I think that we need to keep alive our sense of spirit. And if we do that, then a different kind of quality comes into our relationship with the natural world. Qualities of respect, appreciation, gratitude, a willingness to share our world with the natural world, rather than think that it is simply there to serve our needs. Davis kind of hold the seed idea for what eventually becomes the plant or the animal or the living species of something that's part of the planet. So it holds, just like an acorn holds the seed idea of what, you know, the oak tree will become. The Davis hold the energetic seed idea for a plant or an animal or a living creature. And it's a spiritual intelligence. They are willing to engage with us. So for me, they are partners. They're my friends, they're my collaborators. There's a relationship that is established. It's like nature is around us everywhere. The plants in your house, the wood that's in the furniture, all is sourced in nature. It's all still connected. Because they've been on this planet, the plants and the trees, a lot longer than us, millions of years longer than us. And so when we commune with and communicate with plants and trees, they're actually teaching us how to be human. That's the paradox.
They actually show us how to be the guardians of this Earth that we are meant to be. We have to be in our hearts to communicate with them. That's why plants are green. The foliage in our world is green, because, and so is our heart chakra, because that's where we connect to nature. Well, the yew tree is called, it goes by many other names, actually. It goes by the God tree, the tree of eternity. It's thought that the yew tree has actually survived the five previous mass extinctions on the planet, and so actually holds a continuous energy stream all the way back through the very early stages of this planet, probably even through the time of the dinosaurs and before that. And so it's our living connection to the very early Earth. I think it's helpful to frame that understanding in something that we call the dream of the tree, or the dream of trees. And what we mean by this is that when we spend time under any tree, for example, like this tree, we are basically sitting under 800 years of history and information that this tree has observed happen around it. And in some way, it's possible through a series of different practices to be able to connect to that information. But if we expand that idea out to a species of tree, the species of the yew tree, for example, then we understand that this tree has been here on the planet for an unbroken lineage of 250 million years, maybe even more. So when we step into the dream of the yew species, we are stepping into the dream of 250 million years of what this tree has seen on this planet. And that is why the yew tree is so important, because it provides us with that unbroken connection back to different types of Earth, pre-human Earths, pre-dinosaur Earths, maybe even prototype Earths before the sun came into this solar system. And so without this tree, we don't have access to that information. And when we sit and we communicate with a very old being, like the spirit of the yew, or the energy or consciousness of the yew, we have the potentiality to connect into that consciousness stream that has 250 million years worth of dreaming that it can share with us. Im Mai erfahren wir, dass Forscher an der Aarhus-Universität in Dänemark den Herzschlag von Bäumen entdeckt haben. Dr. Andras Slinski stellte fest, dass es ungefähr alle 2 Stunden einmal schlägt, das Baumherz. Mit Laserstrahlen maß er exakte Positionen von Ästen und Blättern. So weise ist das Herz, dass es eine Spur legt für den Verstand. Wenn es die Wissenschaft sagt, glaubst du es dann, dass Bäume ein Herz haben? Oder sind sie herzlos, weil sie langsamer leben als wir? Lo que yo más disfruto cuando salgo de mi país, más que ir a centros comerciales y tal, es ir a plazas, pero sobre todo a los parques naturales.
Pero una vez que llego ahí, me encanta hacer, si el clima es apropiado, quitarme los zapatos y poner el pie en contacto con la grama. Cuando yo pongo mi pie en contacto con la hierba, es como, wow, sentir de una vez como esa conexión, tocar suelo, sentir la humedad, lo suave, lo frío, lo acolchonado que se siente la tierra, lo cálido. Todo es dinámico, que hay como, que hay energía, que todo está interconectado, como si se conectara la energía de un árbol con el otro, como si hablaran, cantaran, como, y descubro que todo está vivo, porque lo siento en esa conexión. Mir ist eine Begegnung im Amazonas in Ecuador mit einem Indianer extrem tief gegangen. Und zwar, als er erzählte, und das ist ein 70-jähriger Mann, ein Schamane, dass mit Ayahuasca er zu einem Baum oder zu einer Pflanze wird und sich in dieser Begegnung nicht als Mensch, sondern auch als Pflanze mit anderen Pflanzen kommuniziert. Also eigentlich von Pflanze zu Pflanze. Ayahuasca ist eine Medizin, die im Amazonas vorkommt. Also es ist eigentlich, sie besteht hauptsächlich aus zwei verschiedenen Pflanzen. Die Medizin Ayahuasca, die wird zeremoniell genutzt. Also es ist keine Partydroge, sondern es ist eine Medizin. Das muss man sich bewusst sein. Es ist eine Pflanze, die das Bewusstsein erweitert. Die Indianer benutzen sie, um mit der Ahnenwelt in Kontakt zu treten und um Visionen zu erhalten über die eigene Zukunft oder auch über Patienten. Also ich würde sagen, die Weltsicht dieser indigenen Völker ist sicher ganzheitlicher und harmonischer und ausgeglichener in Bezug auf die Natur. Wir leben im 21. Jahrhundert, man kann den Fortschritt, die Technologie nicht negieren. Also man kann jetzt auch nicht sagen, wir sind nur die Falschen und sie sind nur die Guten. Ich würde sagen, wenn wir das Beste von unserem nehmen, das den Respekt zur Natur und zu den Mitmenschen hat, und diesen Anteil mit dem Wissen, dem Urwissen dieser Indianer ineinander fließen lässt, dann kann dort natürlich eine ganz neue Gesellschaft oder Kultur entstehen, die eine Fusion zwischen alt und neu ist oder Gegenwart. Und das, würde ich sagen, wäre natürlich das Beste für uns und unsere zukünftigen Generationen. Yo creo, y puede ser una perspectiva muy personal, pero que es imposible construir la paz con nada ni con nadie si no está dentro de ti mismo primero, ¿no? Y creo que es el reto más importante, construir una paz interior que te permita hacer las paces con el mundo. Amerikas indigene Schamanen wurden immer wieder gefragt: Woher habt ihr euer erstaunliches Wissen über die Pflanzen ohne Universitäten, ohne Labor? Und sie sagten: Von den Pflanzen. Sie haben es uns selbst gesagt. Wie reagierst du darauf? Lachst du ungläubig? Oder weckt es deine Neugier? Und du lernst. Para nosotros la planta es muy importante porque viene de una creación, como nace la planta. Y al nacer tienes un espíritu. Nosotros creemos, nuestra ciencia está en la naturaleza, porque desde ahí vienen diferentes tipos de plantas medicinales. Por eso los indígenas hemos reservado nuestros recursos naturales. Porque no como otras personas, como por ejemplo, como campesino, por el lado interior Chiriquí, Boca del Toro, porque allá ya no hay recursos naturales. Todo eliminado, todo lo que es plantas medicinales, ya no existe allá. Mis abuelos, mis bisabuelos siempre nos orientaban en los tiempos de antes para cortar un árbol, para hacer una piragua o canoa. Siempre una semana antes se hacía su limpieza alrededor del árbol, como pidiendo permiso a Anconé, que es Dios,
y a la naturaleza, a nuestra madre naturaleza. Así, ¿verdad? Una semana después se hacía el corte de la madera o cortaban. Al cortar la madera, tumbarlos, entonces así ya está libre para hacerlo lo que uno deseaba hacerlo. Siempre adaptado a la naturaleza, sin ella es como robarlo a la naturaleza. Siempre pedíamos a la naturaleza de esa manera y de esa forma. Ya peda ori bia mnaidi man iwa manan me be manda bedeya me mau unin kubata iwara mana kidua mana uwata imbran uero be mangiwa animaran da unukina mbira mangiwa boga chira peda da ya do warita mangiwa bele dia bang bi animal uruta kare na na enferma erubuta kawaika mari pahara uruta mangiwa pura beya da sira mangiwa kura mabi ya unui uruta mang mangda iwa awata hasia pura mangda unkina masi uru mangda pahara bu mang kina kara ki dwara ne mangu uru da ja unui waria mangu be de de la daudi vida soa peda y dovida do fanga ma ma ani do wa dai ma wa da ji da kumu be unu mu hina hanu me ai i yo mu i hanu ki uni ba ma ma kai ta uni mu da ki pe da ji be de bu ba na ji uni mu uni mu mangu ro ya nu e ma hara bu da ma lu ma bi ya man ki do ra ma bu ji ya be wa ri Sich verbinden mit einer Pflanze auf spiritueller Ebene? Das Yaché, das Ayahuasca Kolumbiens ruft, und über die Wolken geht es nach Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens. Der Mythos der Pflanze Yaché lautet laut Pia Pocos, dass eines Tages Gott auf die Erde kam und ein Haar von sich in die Erde gepflanzt hat. Und aus diesem Haar ist dann diese Schlingpflanze, diese Liane geworden, die eine der zwei Bestandteile des Yahés ist. Las plantas todas sanan, enseñan y protegen, pero cada uno lo hace a su manera. Porque todo está vivo, absolutamente todo está vivo. Y es importante saber que las plantas, cada planta tiene un mensaje. Entonces, cuando uno se comunica con las plantas, obtiene el mensaje que necesita. Ich reiche also dem Leben die Hand. Zusammen mit unserem Freund und Schamanen Fabio und meiner ersten Zeremonie mit Yaché. Todo el universo consta de una materia y el color de esta materia es verde. ¿Espiritual? No necesito libros, no necesito nada. Amor. Para llegar a una verdad no negativa, sino positiva y divina. Para nosotros, por eso es la planta ancestral y espiritual de mucho respeto con la sagrada planta que viajé para llegar a limpiarnos de cuerpo, alma y espíritu. Nosotros no hacemos propaganda en la radio, ni en televisión, ni nada de eso. A nosotros no nos gusta eso, pero sí lo damos a conocer de que la propaganda se da a la persona que llega enferma
y él es la publicidad que hace. Nosotros no necesitamos publicidad. Also sind Pflanzen vielleicht gar nicht so blöd? Die sind gar nicht so blöd. Wie Florian ironisch meinte. Und vielleicht haben sie ihr Wissen weitergegeben? Los helechos son muy antiguos. Existen en el planeta junto con los dinosaurios. Yo no sé exactamente cuántos millones de años tiene. Hace muchos millones de años, pero él tiene la información de lo que ha pasado en la vida desde antes de los dinosaurios hasta hoy. Tiene su información en cada una de sus células que lo conforma. Cuenta la historia de lo que ha sido nuestra vida, la vida del planeta. Entonces, se dice desde las culturas indígenas que cada planta fue un regalo que dejó Dios para poder comunicarnos con él. Porque no hay comunicación directa, sino que las plantas sirven como un medio, ¿no? Nosotros somos como una gran USB, una memoria, y vamos absorbiendo todo lo que nos van diciendo, y eso queda como una programación en la cabeza. Las plantas son un medio para quitar, desprogramar, quitar todas esas estructuras que uno tiene de antemano, para poder ver la realidad sin las gafas culturales, sociales o familiares que con las que nos han instruido. Einen mystischen Baum hat Fabio gesehen. Im Traum. Und diesen Baum, fand er später heraus, gibt es wirklich. Den Baum, der den Menschen all sein Wissen schenkte. Unsere letzte Station, Cartagena an der Karibikküste Kolumbiens. Eine Pegasus-Familie wie wir. Dann morgens um 5 los. Noch einmal los. Ein Geschenk aus Liebe war er. Ein Jahrtausendbaum. Die Einwohner von San Marcos nennen ihn den schönsten Baum der Welt. Auf der Reise haben wir so viele Bäume und Pflanzen kennengelernt. Näher gespürt. Und die geben uns so viel, geben Medizin, wir essen Früchte von Bäumen und wir bauen aus Bäumen Häuser und Möbel. Wir nehmen so viel. Und einzige, was die von uns erwarten, das habe ich auf dieser Reise rausgefunden. Einzige, was die von uns erwarten, das ist die menschliche Liebe. Guacari gibt uns eine Nachricht an die Menschen mit. Ihr seid der Schlüssel. Öffnen wir unsere Herzen, denn... Denn sie liebt uns. Die Root Republic. Ja, diesen Baum habe ich gepflanzt. Da war ich etwa 6 Jahre alt, habe einen Kirschkern einfach nur auf die Erde gespuckt. Und nach einer gewissen Zeit hat er dann gesprossen und es ist ein kleiner Baum entstanden.
Und ein paar Jahre später habe ich entschlossen, den hier ins schöne grüne Drehbuch an den Damm zu setzen. Und jetzt nach knapp 30 Jahren kommen langsam die Kirschen zu tragen. Also jeden Tag kann man hier unglaublich leckere Süßkirschen essen. Und es ist einfach schön zu sehen, was aus so einer Kleinigkeit wie einem Kern entstehen kann, ein ganzer Baum. Man muss sich nur vorstellen, wenn 7,5 Milliarden Menschen nur ein Kirschkern irgendwo in die Erde setzen oder eine Eichel, dass 7,5 Milliarden Bäume dadurch entstehen. Ja, wir hatten eben im Heiligen Sonnentanz bei den nordamerikanischen Prärie-Indianern gleichzeitig die Vision von einer Friedensbewegung. Und diese haben wir dann eben am 10.10.2011 ins Leben gerufen, indem wir den ersten Friedensbaum gepflanzt haben. Und das war so ein berührendes Erlebnis für alle, dass wir wussten, na ja, das ist unser Weg. Und seither haben wir schon ja, weltweit auf jeden Fall über 50 Friedensbäume gepflanzt. In wunderschönen Zeremonien findet es statt und es ist quasi eine Co-Kreation zwischen den Geistern der Bäume und uns Menschen. Und die Vision ist ja eben, dass jetzt, was jetzt auch schon passiert, eben immer mehr Menschen anfangen, selber Friedensbäume zu pflanzen auf der ganzen Erde. Aho mitakuyeo yasin oder aho. Das auf Lakota heißt es, wir sind mit allem verwandt, wir sind mit allem verbunden, wir sind eine Familie. In Español tenemos una frase muy popular que dice: una golondrina no hace verano. En materia ambiental yo siempre he dicho que una golondrina no hace verano, pero lo anuncia. Y que en el caso de salvar el planeta, de acciones a favor del planeta, cada acción, así sea de una persona, cuenta. Damit wir wieder zueinander finden, es gibt einen Knopf, den müssen wir drücken. Das befindet sich hier. Das ist unser Herz. Es ist auch das Sprichwort, wenn baue ein Haus und zeuge ein Kind und pflanze einen Baum. Jeder Mensch, der keinen Baum gepflanzt hat, hat eigentlich wahrscheinlich die Verbindung vom Baum gar nicht verstanden. Und ich weiß, wie toll wäre es, wenn jeder Mensch Verantwortung übernehmen würde, nicht für seine eigenen Tiere, sondern auch für den Baum. Es sind wahrscheinlich mehr Bäume als Mensch da, aber da kann man 2, 3 oder 10 Bäume auch mit ins Boot nehmen. Also geh hinaus und finde sie, die mit den Wurzeln. Und schau mit deinem Herzen. Oh.